Nachgefragt. Dein täglicher Videopodcast zu Corona. Mit unseren Kollegen vom IWMT zusammen hoffen wir, dass wir in naher Zukunft ein mobiles Corona-Testmobil auf die Beine stellen können, mit dem wir direkt vor Ort Corona-Schnelltests durchführen können, um die Testkapazität in Deutschland zu erhöhen. Mein Name ist Lena Freund und ich arbeite als Biologin beim Fraunhofer Institut für Molekularbiologie und angewandte Ökologie. Das mobile Testzentrum ist ein kleiner Wagen mit einem Kofferaufbau, in das ein voll funktionstüchtiges Labor eingebaut worden ist. Und in diesem Labor, in diesem Kofferwagen, kann eben dieser Corona-Schnelltest durchgeführt werden. Unser Schnelltest funktioniert ähnlich wie die Standard-RT-PCR, die derzeit als Diagnostik eingesetzt wird, auf der Basis von dem Erbmaterial des Virus, bedient sich aber einer anderen Amplifikationsmethode. Also das Erbgut wird vervielfältigt und dann nachgewiesen. Und diese neuartige Methode, LAMP heißt die, kann ohne aufwendige Gerätschaften durchgeführt werden. Zusätzlich kann man auch auf einfache Proben zurückgreifen, zum Beispiel Gurgelproben, die den nicht sehr angenehmen Abstrich im Nasen- oder Rachenraum ersetzen können. Nach unseren bisherigen Ergebnissen ist der Test vergleichbar mit denen der Standard-RT-PCR. Bisher sind das alles interne Ergebnisse. Wir haben also mit Kollegen von mehreren Universitätskliniken zusammengearbeitet und dort erste Ergebnisse mit unserem Test produziert. Und jetzt arbeiten wir eben daran, den Test zuzulassen und hoffen dann, dass wir den bald auch einsetzen können. Das Schöne an dem mobilen Testzentrum, wie schon der Name sagt, ist, dass man damit überall hinfahren kann. Das heißt, man kann vor zum Beispiel Pflegeheimeinrichtungen, vor Schulen fahren, um genau vor Ort, wo es eventuell Probleme gibt, zu testen, ohne dass die Menschen alle zum Arzt oder ins Krankenhaus gehen müssten.